Servus Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, unter der Woche Spielverschiebung war, deswegen auch diesmal wieder ein Video. Heute Austria Wien gegen Sturm Graz, freue ich mich sehr drauf. Bin nicht alleine, schon geplant wie beim letzten Mal. Hallo, grüß euch. Ja, fast schon Stammgast in letzter Zeit. Also in letzter Zeit sind wir immer oft dabei. Champions League am Mittwoch ist ja auch dabei. Ja, schauen wir mal. Das ist dann aber ein Thema fürs übernächste Video. Ja, heute, wie gesagt, Austria gegen Sturm Graz, freue ich mich, wie gesagt, sehr drauf. Aber wir sind schon in Wien unterwegs, nicht vom Stadion. Das heißt, ganz klar, es geht essen und da sehen wir uns dann wieder. Auf der einen Seite Fiegel Müller, glaube ich, bekannt. Schnitzel, gibt auch gleich schon eigene YouTube-Videos, wie der Schnitzel da gemacht wird. Aber da geht es für uns nicht hin, sondern für uns geht's Restaurant. Kuss mal. Na, gehen wir rein. Doch einen sehr netten Platz bekommen. Ihr seht es auch, Inneneinrichtung, wirklich, wirklich nett. Oh, größeres Lokal, momentan nicht viel los. Schauen wir in die Karte. Getränke sind einmal da. Endlich. Meine Augen erblicken wieder einen Gösser Naturradler. Drüben ein Aperol Spritz. Lass dir schmecken. Danke. Weil ich weiß, mir wird es schmecken. Auch das Essen ist mittlerweile da. Ja, einmal Beef Wok hat sich die Mama bestellt. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, gerade dieses Rindfleisch sieht wirklich top aus. Und ich habe mir extra eine kleine Portion, weil ich habe eigentlich schon nicht so viel Hunger, aber ja, ein bisschen was geht auf jeden Fall von den Spare Ribs bestellt. Und da freue ich mich auch drauf. Ihr seht jetzt das Wedges, Soßen, Puskasalat, hier die Ribs und dann das Essen. Mahlzeit. So für euch einmal von der Nahaufnahme, einmal hier die Kartoffeln und dann einmal saftige Spare Ribs. Und einfach, weil es mir so gut gefällt, einmal über diesen bunten Haufen da drüben drüber. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Seid jetzt live dabei, wenn ich probiere, das hier mal zu lösen. Weil es hat schon, es sieht, schaut mal, wie leicht das runtergeht. Uff, herrlich, also das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Jetzt muss noch der Geschmack stimmen. Jetzt mit einer Soße dazu. Richtig, richtig gut. Und die Portion ist auch geschafft. Es war genau richtig. Also mehr hätte ich nicht geschafft, deswegen zum Glück die kleine Portion bestellt. Ihr seht es alles fein säuberlich hier aufgegessen. Das hat mir doch sehr, sehr gut geschmeckt. Ich wurde gerade aufmerksam gemacht, während die letzten Schlücke getrunken werden. Ein Serviettentest wurde ausgelassen. Ja. Steiner Papierserviette, aber in Grau. Passt hier gut dazu. 6,5 von 10, weil ich gut drauf bin heute. Wir sind jetzt auch schon am Weg zum Stadion, Ausstellung und so weiter sind schon raus. Es ist jetzt, ja, ich glaube 10, 20 vor 6. Deswegen wirklich Abfahrt dringend notwendig jetzt zum Stadion. Freue mich auch schon drauf, aber es hat sich alles gut ausgegeben. Wir sind ja da jetzt im ersten. Dementsprechend waren auch die Preise 20 Euro oder 25 Euro circa. Hatten die kleinen Ripple kostet. Das Essen fundiert, wie viel kostet? 18 Euro oder so, glaube ich. 22. Also ja, geschmacklich top. Aber natürlich hat es einen Preis, wenn man hier in der Gegend auch essen geht. Das ist, glaube ich, klar. Wenn man nicht so oft in Wien ist, glaube ich, kann man schon mal machen. Wenn man jetzt hier in Wien wohnt, ist es ja, glaube ich, nicht notwendig, dass man hier regelmäßig angeht, aber ab und zu nett im ersten ein bisschen spazieren. Danach, davor und vor dort essen gehen, kann man auf jeden Fall machen. Wie gesagt, Qualität, top, Essen, sehr gut. Wie hat es dir geschmeckt? Mir hat es sehr gut geschmeckt und das Lokal war auch sehr schön. Ja, das stimmt. Muss man auch sagen. Also Bedienung war eigentlich ganz nett und höflich und auch das Lokal schaut gut aus. Deswegen kann man auf jeden Fall machen. Kuss mal. Nettes Lokal. Sagst du, kleiner Spaziergang, Menschenmassen, Stephansdom mitten in der Wiener Innenstadt. Schöner Abend. Kann man schon mal machen, oder? Aber noch schöner wird es jetzt im Stadion. Hoffentlich, auch mit dem richtigen Ergebnis. Auf die Schwarzen. So, ab zum Stadion. Wir sind altes Landgut. Stadion, darauf geht's. Wir sind ja mittlerweile beim Stadion angelangt. Wir sitzen noch heute auf der Seite. Ja, ich blende gleich mal die Ausstellungen an. Hier ist es noch ein bisschen ruhiger draußen als dann drinnen. Sturm mit einigen Änderungen. Geihofer in der Innenverteidigung, Kamara vorne und auch der neue von Brighton ausgeliehene Mittelfeldspieler, den ich sehr stark finde, fängt an. Und Austria, glaube ich, nur ein Außenverteidiger anders als beim Derby. Also da fast alle gleich. Dragovic auch fit anscheinend. Schauen wir mal, was ist deine Prediction? Ich habe, glaube ich, gesagt 3-1 bei Schlag den Friedl für Sturm. Wie geht's aus? Was sagst du? Oh, zumindest 2-1. 2-1. Ja, ich bin gespannt. Also wird schwierig werden. Sturm nicht sehr gut drauf. Ja, Austria hat mir eigentlich nicht so schlecht gefallen, aber ja, Rapid war dann im Endeffekt doch in Ordnung, dass sie das Spiel gewonnen haben, war verdient. Schauen wir mal, was wird. Ich hoffe aufs Beste, ich hoffe auf 3 Punkte für Sturm. Gehen wir rein. Erster Blick ins Stadion rein, ihr seht es. Heute mal auf der anderen Seite, Auswärtssektor, obwohl Mittwoch 18:30. Also das ist, glaube ich, für jeden Auswärtsfan eine Zumutung, 18:30 unter der Woche, aber trotzdem gut gefüllt. Blick rüber auf die Osttribüne, Wiener Austria, gibt auch eine Choreografie heute. Neben den ganzen
ganzen negativen Schlagzeilen aus der letzten Zeit noch vielleicht mal was Positives. Und zwar die Austria haben dort die Fans zehnlos vorbereitet und zwar an eine Spendenaktion für die Hochwasseropfer, genauso was die Rapid-Fans oder die Rapid-Szene eben beim Derby gehabt haben. Und ich blätze hier ein, auch die Sturm-Fans-Szene unterstützt das. Auch die sammeln Spenden, die übergeben das dann und geben selber nochmal 1.909 Euro drauf. Also schöne Sache hier, auch wieder was sozial Gutes zu machen. Und den Leuten, denen es richtig hart erwischt hat, ein bisschen unter die Arme zu greifen. Die haben es dringend notwendig. Alles Gute auf jeden Fall. Outfit-mäßig muss ich nicht viel sagen. Glückssocke 1, Glückssocke 2, wichtig. Und auch hier, die Glückssocken am Start. Ich hoffe, es hilft. Wir haben halt auch die Plätze direkt neben der Bank gesetzt. Also die Spieler kommen dann gerade rein. Ja, feine Plätze, viel Kameraleute hier. Ja, auf ein gutes Spiel. Stragovic, er ist fit heute. Vorne, Schiedsrichter Altmann, Mannschaften kommen rein. Stankovic, Kapitän links, Fischer, Kapitän rechts. Skerpen und Scheinradinger dahinter, wirklich zwei Top-Torleute. Schauen wir mal. Auf ein geiles Spiel, wie gesagt. Ich freue mich einfach. Rechts wird eben jetzt gerade die vorhin angesprochene Choreografie ausgerollt. Wien Austria. Ist direkt vor uns auch Christian Ilzer. Ich hoffe, er hat die Mannschaft bestens eingestellt, aber ich gehe davon aus. Junge, 2 Sekunden gespielt und Jatta liegt am Boden. Das gibt's nicht. Und so, da seht ihr es. Auch mit Konfetti-Regen über Wiener Austria. Und jetzt hinterbei die Fahnen. Erste Aktion. Oh! Erste gute Aktion von Sturm, aber abseits. Gute Aktion. 10 Minuten gespielt, Austria, Sturm, beide spielen nach vorne. Eine gute Aktion auf beiden Seiten. Tor wäre schon wichtig gewesen, aber nach 0-0. Ansehnliches Spiel bisher. Der reißt ihn komplett ab. Wir haben es schon angesprochen, aber die Nummer 8 Sturm, wirklich, der ist so stark. Also das war wirklich eine richtig gute Leihe, weil der wäre sicher nicht zu kaufen gewesen finanziell. Ja! Böwing schön geht durch, macht den Abschluss, macht das Tor. Wichtig 1-0. Aber er ist auch irgendwie nicht angegriffen worden. Die Verteidigung zugesehen, natürlich Kamera ist rechts durchgegangen. Wir wollten sie abdecken, aber der ist einfach frei zum Schuss gekommen. Egal, wichtige Führung. Was sagst? Super. Kann so weitergehen. Bin begeistert. Nächster guter Angriff.
Oh, oh, zu zentral. Vor allem nimmt ihr den Ball weg. War jetzt richtig starkes Spiel, auf der Mittellinie den Ball abgenommen, mit Tempo nach vor, einmal ran, nochmal nach links und Schatten, glaube ich, reingehauen. 2-0, vor der Halbzeit noch, wichtig. So, Pause, 0-2. Ja, kurz erste Halbzeit, Resümee, 2-0. Es geht in Ordnung, also Sturm, viel bessere Chancen, spielerisch bestimmen. Austria nicht schlecht, aber auch die eine oder andere gute Offensivaktion, aber im Großen und Ganzen, ja, geht es in Ordnung, darf so weitergehen. 3 Punkte wären nicht wichtig, um wieder auf die Tabellenspitze zu klettern. So, Jungs, direkt vor uns werden jetzt auch die Spieler aufwärmen geschickt. Svonarek, Birev, Aivu und ja, Dimitri, ah, und Chukwani. Alle auf einmal. Ich weiß, ich habe es leider nicht gesehen, aber ob das, also die erste gelbe Karte von ihm, ich weiß nicht, ob ich da überhaupt berührt hat, Rampel. Und jetzt die zweite. Sehr unglücklich. Passiert in dem Spiel. Ja, der kriegt auch noch gelb-rot. Aber das war eine klare gelbe Karte. Er ist einfach nur draufgegangen. Kompletter Wahnsinn. 56. Minute. Sturm mit 2 weniger. Aber ihr hört die Stimmung, die Leute sind euphorisch. Ja, Sturm mit 2 weniger. Jetzt erwartet man sich was. Eine Minute nachdem es nicht passiert ist, 1-2. Aber logisch, die Austria muss Oberwasser haben. Die haben ja auch die Spieler dazu, die haben jetzt auch die Räume. Jetzt gibt es mal 2 Wechsel, Defensivwechsel, Albu rein, Chukwani rein. Katastrophenspiel jetzt. 12.294 Leute im Stadion. Ja, für einen Mittwochabend nicht schlecht. Vermutlich einfach nicht mehr verteidigen. Galvao, 74. 75. 2-2. 15 Minuten noch. Jetzt wird es die letzten 10 Minuten aufs Kerben ankommen. 2 ganz starke Paraden. Oh, weiterhin 2-2. Es geht jetzt im Minutentakt so.
Angriff. 2:2. Oh, Wahnsinn. Es wäre ein verrücktes Spiel, Sturm dominiert, würde also hätte das Spiel auf jeden Fall gewonnen. Das 2 rote Karten aus, der kommt zurück, schießt schnell zur Tore und schafft dann auf keinen Fall mehr ein drittes reinzuhauen, egal was, hohe Bälle. Es war einfach zu wenig von der Austria am Schluss, aber so ist es, Sturm und gekämpft schon und alles gegeben, Wechsel. Ja, so ist es nun mal, unentschieden, bringt beiden Mannschaften nicht viel. Ja, auf Tabelle blende ich euch da ein, ihr seht es. Ja, Salzburg weiterhin 2 Spiele weniger, weil sie durch eine Vorlage auch für Salzburg da ein bisschen mehr Punkte vorne, sollten sie die nachher Spiele gewinnen, auf Platz einzuziehen. Aber wir werden es sehen. Nächste Woche, Monate, werden es zeigen. Dunkel ist es draußen, wir sind außerhalb vom Stadion. Ja, Zeit wird nach Hause zu gehen. Wie gesagt, Spielresümee habe ich gegeben. Schade, Wochenende geht's weiter. Bin ich bei Rapid gegen LASK. Freue mich auch schon drauf, wirklich von Stimmung her super. Wäre gern wieder mal noch bei Blau-Weiß Linz gewesen, aber es geht sich bei mir mit meinem Fußballspiel nicht aus. Servus! Deswegen, ja. Geht am Samstag für mich noch einmal nach Hütteldorf, Rapid gegen LASK. Und ja, in dem Sinne freue ich mich schon auf die weiteren Spiele unter der Woche, nämlich Champions League. Das wird richtig geil werden. Und ja, deswegen, mir bleibt nichts anderes zu sagen. Also Daumen nach oben, Kommentar und Abo da lassen wie immer. Vielen Dank für die netten Kommentare auf letzter Seite. Vielen Daumen nach oben. Sehr, sehr nett. Ja, deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr es auch immer schauen wollt, wie das wird. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute.